Ja, liebe Freunde, wir begrüßen euch recht herzlich. Heute sind wir mal wieder auf Storcheck-Tour in Grenzach, in der Region, wo ein Spitzen-Edekaner unterwegs ist, die Firma Hieber. Wir bedanken uns bei Roland Hönicke, der uns heute seinen Markt in Grenzach gezeigt hat. Und lieber Roland, erstmal Dankeschön, dass du uns empfangen hast. Roland, wie siehst du den Lebensmittelhandel 2018? 2018 ist ja nun Gott sei Dank fast vorbei. Wir sind schon mit unserer Planung weiter in 2019. Wir merken aber, dass in 2018 doch wieder ein Stück weit mehr auf Qualität und auch Service direkt am Point of Sale verlangt wird und dass die Kunden doch wieder zu uns zurückkommen und sich stärker auf den stationären Handel konzentrieren und ein bisschen weggehen vom Online-Handel. Ja, klasse, Roland. Das sieht man auch in eurem Laden. Das ist wirklich sensationell, wie ihr hier aufgestellt seid. Bedienungstheken, Sortimentsvielfalt. Roland, wie kommt euer tolles Sortiment zustande? Wir haben Testsortimente, die wir angeboten kriegen seitens der Industrie. Die gucken wir uns genauer an, fahren dann halt einen Test, ein halbes Jahr, werten das dann aus. Auch wie viel die Industrie unterstützt mit Verkostung oder Verprobung und ob wir auch Dubletten haben. Und dann entscheiden wir, ob wir es dann dauerhaft im Sortiment drinne behalten und auf alle Hieber-Märkte dann ausweiten. Toll. Roland, der Markt ist schon über 10 Jahre alt und ist immer noch in einem so spitzenmäßigen Zustand. Wie geht das? Es geht nur mit Personal und den entsprechenden qualifizierten Mitarbeitern, die immer Spaß jeden Tag bei der Arbeit haben. Anders funktioniert es nicht. Roland Hönicke, vielen Dank. Ein Profi des Lebensmittelhandels bei Hieber. Ich danke. Vielen Dank.